Hallo und willkommen zurück zu Animal Crossing, meine Lieben. Am Freitag, da ist schon wieder eine ganze Woche mal eben so rum. Sehr schön, geht wie immer sehr flott hier. Da schaue ich mal direkt, ich stelle mir gerade fest, wir haben ein hellgrünes Dach, genau, habe ich ja ganz vergessen. Ist mir gestern gar nicht so aufgefallen zu der späten Uhrzeit mit der Beleuchtung, aber jetzt fällt es schön auf. Da hat uns ja der Toni das Dach neu gestrichen, mal so ganz spontan. Ist ja auch mal hübsch und passt wirklich gut zum Outfit, gefällt mir. Gut, so, aber erstmal ein Blick in den Briefkasten. Ja, da haben wir so ein paar Briefe wieder. Schauen wir mal, was das alles ist. Ach ja, unser Inventar ist ja randvoll mit Fischen. Haha, genau, wir waren ja große Angeltour machen. Gut, aber wir können ja schon mal lesen. Ein Abdruck eines Dinosauriers. Okay, haben wir schon. Nochmal ein Abdruck. Okay, es wird eine ganze Herde durchgelaufen. Und ein Bernstein diesmal. Na gut. Einen Brief von zu Hause haben wir. Redmaker, mein Kind, ich habe neulich was über dich gehört. Stimmt die Geschichte, die mit dem Zement, dem Spachtel und Johanns Insektarium? Ja, sag doch mal, das ist furchtbar, Mama. Ehrlich gesagt habe ich nicht die geringste Ahnung, worum es geht, aber es klingt durchaus interessant. Da würde ich auch gerne mehr zu wissen. So, was haben wir da? Wow, eine Rockgitarre. Yeah, Heavy Metal und so. Voll gut. Ja, aber mangels Alternativen würde ich sagen, machen wir als erstes jetzt mal eben einen kleinen Abstecher zu Tom Nook und sehen mal, dass wir Sachen verkaufen. Schauen wir mal eben kurz hier. Da ist immer noch der Bruno Geburtstag angesagt. Sehr schön. Na gut. Dann passiert halt gerade nichts Spannendes. Soll mir auch recht sein. So, wir gehen jetzt erstmal Sachen verkaufen. Dann gehen wir nach Hause, holen mehr Kram und gehen mehr Sachen verkaufen. Und dann gehen wir wahrscheinlich nochmal nach Hause und gehen noch mehr Kram verkaufen, weil wir so viel angesammelt haben. Ja, so eins nach dem anderen aber. Erstmal verkaufen wir den ganzen Stapel. Jawohl. Das auch. Das sowieso. Den auch. Und, ach komm, den haben wir gleich mal noch Probe. Macht 7420. In Anbetracht der Tatsache, dass ich noch im Kopf habe, dass Geisterschnapper jeweils 3000 bringen, sprich 2 macht 6000, heißt das, dass wir für die anderen echt wenig bekommen wieder. Es lohnt sich echt gar nicht groß zu angeln, ne? Also da müsste ich hier Stunden angeln, dass ich da mal richtig reich werde mit. Aber was soll's. So, dann kann ich aber die mal gerade schon mal rausnehmen und auch direkt verkaufen. Dann haben wir die schon mal weg. Hep, und eins haben wir noch. Ja, genau das da. Einmal aufmachen. Nochmal aufmachen. Oh, das wollte ich nicht. Das wollte ich genau so. Einmal alle ausgepackt. Ja, wir haben noch mehr zu verkaufen. Und die 3 Stück da. Das wird aber, glaube ich, auch nicht so viel bringen. 3200. Wow, das ist echt wenig. Nee, verkaufen wir dich nichts, aber mir fällt gerade direkt noch was ein. Ja, heute rede ich echt gerne mit dir. So, wir gehen nämlich mal eben auf Sonstiges und fragen mal, wie es mit den Rübenpreisen aussieht. Das ist ja noch weniger, 54, wow. Ja gut, dann haben wir aber nur noch morgen und danach sind sie schlecht. Naja gut, dann ist das halt so. Dann bin ich mal gespannt, was die morgen bringen. Heute wäre es auf jeden Fall ein Verlust. Gucken wir mal einfach, was das wird. So ist das halt, ne? Man weiß es ja vorher nicht. Das ist immer so ein bisschen ein kleines Risikounterfangen hier. Gut, aber erstmal jetzt unseren Keller ein bisschen leer. Beziehungsweise einen Geruiden wollte ich ja noch Probe hören. So, machen wir mal Licht an. Gott, diese Party hier. So, was haben wir? Aus, 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 auch aus. Ja, der eine nötet da noch rum, macht aber nichts. So, mal einmal gucken, wie klingt der. Der klingt eigentlich cool. Wisst ihr was? Den räume ich jetzt mal nach oben. Ich will mal hören, wie das zu unserer sonstigen Musik klingt. Aber ich glaube, das könnte passen. Naja, es klingt auf jeden Fall nicht total scheiße. Ja, doch, so, ich lasse den jetzt da stehen. Dann haben wir hier so ein paar Geruiden. Finde ich ganz witzig.
finde das sowieso eigentlich ganz interessant, dass man die Ruinen hinstellen kann. Die passen dann auch immer zum Takt der Musik und damit kann man das, was halt sowieso schon da ist, noch ein bisschen variieren. Das finde ich eigentlich ganz cool. Gut, ja, ändert aber nichts daran, dass ich die hier alle nicht brauche. Den da auch. Komm, wir verkaufen jetzt einmal alle. Dich nehmen wir auch mit. Dich nehmen wir mit. Wie viel Platz haben wir noch? 4 Sachen passen noch. 1, 2, 3 und komm, so, 4 nehme dich mit. Den schiebe ich mal da eben ran. Ja, dann reicht das auch. Verkaufen wir einfach die Sachen, gut ist. Den Rest können wir ein andermal mitnehmen. Beziehungsweise spätestens morgen werden wir eher mal in den Keller gehen, wegen den Rüben. Wenn ich dran denke, räume ich sie mir heute schon mal ins Inventar, damit ich es morgen nicht vergesse. So, Runde 2 zu Tom Nook. Verkaufen reloaded. Dann können wir auch mal gleich schauen, was er überhaupt heute im Angebot hat. Ich denke mal, das ein oder andere hübsche Teil wird sich ja vielleicht noch finden lassen. Naja, hoffe ich zumindest immer. Sehen wir dann gleich. So, hallo Tom, lange nicht gesehen. Eins ist mir auf jeden Fall schon aufgefallen, habe ich gerade gesehen, ist der Schirm hier. Den möchte ich mir gerne kaufen, weil der einfach schick aussieht. Aber eins nach dem anderen. So, erstmal verkaufen. Die können alle weg. Das und das, das auch und das noch. So. Das bringt uns. Naja, immerhin, ne? 8173 sind ja auch okay. So, haben wir schon wieder lecker über 20.000 hier in der Tasche. Das gefällt mir. Gut, dann erstmal eben nach Möbeln schauen. Willkommen, willkommen. Jupp, danke, Jungs. Hat mir den Schrank schon mal? Western Schrank weiß ich gerade nicht. Boah, der ist aber ganz schön teuer. Nee, kaufe ich jetzt mal nicht. Da mag ich lieber gleich den Kredit ein bisschen abbezahlen. Was ist das denn? Ist das eine Nähmaschine? Ja, ne? Das ist cool. Was ist das? So ein Kiwi-Stuhl oder was ist das? Nein, Dämonenstuhl. Naja, nah dran. Der müsste aber, glaube ich, auch ein bisschen seltener sein. Also, ist kein seltenes Item, aber den kriegt man nicht so häufig, glaube ich. Zumindest sehe ich ihn sehr selten. Komm, kaufen wir den einmal, der ist ja nicht so teuer. Außerdem kriegen wir mehr Lose und mehr Lose sind immer toll, weil das Ende des Monats kommt ja langsam näher. 1800, ja komm, die nehmen wir auch mit. Na klar. Ne, wie gesagt, Ende des Monats kommt ja langsam näher, das heißt, bald gibt es wieder eine Tombola und mehr Lose heißt mehr Chancen, was zu gewinnen. So, was ist das denn? Profi-Golfbag hatten wir letztens. Das ist jetzt ein normaler. Das ist ein Mode-Golfbag. Okay. Ist der auch ganz en rouge? Das habe ich ja von Grazia gelernt. Komm, wir kaufen den jetzt einfach. Ist mir egal. So, damit habe ich aber genug Geld auszugeben. Jep, vielen Dank. So, haben wir schon wieder fast einen ganzen Stapel Lose voll. Finde ich super. Das finde ich richtig gut. So, dann dürften wir jetzt gleich Lose zusammen haben, weil das kaufe ich nämlich ja auch noch eben. Ha, gar nicht mehr dran gedacht. Ein Blättchenschirm für 88 Sterne. Ist das doch süß. Ja, den möchte ich kaufen. 20.005 Sterne haben wir noch. Sehr schön. Gut, das wird aber jetzt ein bisschen weniger, weil ich kaufe nämlich noch eben einen Stapel der Blumen natürlich. So, warte, ich nehme den jetzt sogar. Ha. Einfach, weil ich den witzig finde. So, dann kaufe ich, wie gesagt, eben noch die ganzen Blumen weg. Jawohl. Jep, möchte ich kaufen. Ich möchte einmal alle Blumen wieder kaufen. Und das machen wir mal eben. Eine Papageitulpe, sehr schön. Auch her damit. Jupp, jupp, jupp. Vielen Dank. Ich drücke den Text so ein bisschen einfach mal immer schnell durch, ne? Ich glaube, das kennt ihr alle auch schon auswendig. Jawohl. Und das da bitte auch. Jawohl, hätte ich gerne. Danke. Jo, jau, 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 jau. So, und einen haben wir noch. Ein Hainfaltchen, okay. Nehmen wir. Was auch immer es sein mag, solange es blüht und hübsch aussieht, kaufe ich es. So, dann sind wir hier fertig. Jap, machen wir, Tom, machen wir alles. Gut, so, jetzt muss ich mal gucken. Wo gehen wir denn am besten lang? Der sieht irgendwie echt süß aus, oder? Ich mag den Schirm doch so. Den behalte ich jetzt mal eine Weile in der Hand. Passt nicht ganz perfekt zum Outfit, aber ist okay.
Also, wisst ihr was? Ich gehe jetzt mal einfach hier eben eine Runde bei der Dings, bei der Müllhalde vorbei. Wie viele Blümchen haben wir denn hier eigentlich? Da haben wir eins. Ach, da haben wir auch eins, okay. Gut, brauchen wir da keine Pflanzen, würde ich sagen. Ja, okay, hier stapeln sich langsam die Sachen. Mini-Laterne, genau, die war schon da. Kinderregal, Gitterpapier und nochmal Gitterpapier, okay. Da hat wohl irgendjemand zu viel eingekauft, denke ich mal. Ja, hier haben wir auf jeden Fall genug Blumen. Da läuft der Rex fröhlich durch die Gegend. Dann, achso, genau, ich kann ja einmal die hier aussortieren. Die können ja einmal weg, jawohl. So, ich sortiere das mal eben hier so minimal. Und dann graben wir mal eben das... Ja, ich gehe mal schwer davon aus, dass es ein Fossil sein wird. Grabe ich mal eben aus. Jawohl, sag ich doch. Ich hab's gewusst. Ich habe dir gewusst. So, wieder den Blättchenschirm in die Hand. Dann schauen wir mal noch ein bisschen weiter. Der Rex hat auch schon ein Blümchen am Haus. Ja, da rechts brauche ich jetzt nicht gucken. Da hatten wir eigentlich ganz viele. Könnte eigentlich mal... Ich überlege gerade, bei Julian haben wir was, Birgit hat auch schon was, aber... Ich mache jetzt mal eine elegante Variante. Ich mache jetzt mal hier so ein paar hin. Weil die Felder sind doch eh so leer. So, dann setzen wir da einfach mal so ein paar Blümchen hin. So, machen wir einmal da. Hinfort. Ekliges Getier. So, machen wir da auch mal ein, zwei hin. Irgendwie rennen wir hier ja eh nie. Dann kann man da auch ein bisschen Blumen hinpacken. Also ich meine damit im Sinne von da zertreten wir die ja auch nicht. Stellen wir eine hier am Wasserfall hin, ja, ne? Komm, ich pack mal hier eine an die Ecke hin noch. So, flug noch einmal da. Und dann setze ich die hier direkt an die Kante. Ja, oben dürfen wir ja auch schon welche haben, passt aber. Gut. Dann tue ich das mal eben noch in dem Briefumschlag schon mal. Ja, passt doch. Ich könnte eigentlich auch mal nochmal bei dem Wunschbrunnen dann rumgehen, ne? Machen wir das mal. Das ist eine gute Idee. Jetzt haben wir ja die letzten Tage immer mal wieder doch ein bisschen versucht, hier die Stadt schöner zu machen mit Blümchen. Dann können wir ja mal nachfragen, wie mir die Stadtsituation aussieht. Ich hoffe mal, dass es mit dem Blümchen funktioniert hat. Ist ja wie in den 90ern hier, ne? Überdosis Blümchen. Wenigstens singen diese Blümchen nicht. Nicht, dass die Songs damals schlecht waren, aber naja. Ich glaube, hier so Dauer-90er müssten wir jetzt auch nicht haben hier. Wäre aber auch mal geil. 90s The Game. Ich glaube, das könnte ich mir interessant vorstellen. Das wäre dann was für Leute wie mich, die in den 90ern groß geworden sind. Das wäre bestimmt witzig. Kann das mal jemand machen? Ich denke gerade so über die Idee nach und stelle fest, die ist vielleicht gar nicht mal so kacke. Würden wahrscheinlich die Kids von heute sozusagen, würden wahrscheinlich keine Ahnung haben, was dann teilweise abgeht, aber ich hätte einen Mords Spaß daran. Das wäre auf jeden Fall mal sehr cool. So. Ich frage mich im Übrigen immer noch, wann hier die Seerosen mal blühen, ne? Das machen die nämlich auch. Also wann das anfängt. Bin ich mal gespannt, wann man da so die ersten zarten Blüten sehen kann. Mann, 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 was ist denn hier heute los? Schon wieder Unkraut überall. Naja, nicht überall, aber immerhin. Ach, guck mal. Da haben wir dich schon wieder. Naja, klar, es ist auch wieder ein bisschen früher heute. Na, Gulliver, mal wieder über Bord gegangen. Ja, das kann ich dir nicht sagen, Gulliver. Es war so rutschig. Achso, ja, das ist mal was anderes. Moment, das bedeutet, du hast mich gerettet. Wie nett von dir. Wie hilfsbereit. Ich schulde dir was. Okay. Oh ja, okay. Als Dankeschön erzähle ich dir diesen tollen Witz, den ich in Übersee gehört habe. Na, dann mach mal. Mal sehen, wie ging er? Oh ja, eine Ente, ein Husky und ein Puma treffen sich. Da sagt die Ente zum Husky. Moment mal, wie alt bist du, sagst du. Vielleicht soll ich dir diesen Witz lieber nicht erzählen. Oh Gott. Ach, warum lachst du nicht? Ach richtig, ich habe den Witz ja gar nicht beendet. Da ich dir meinen Witz nicht erzählen kann, wie wäre es, wenn ich dir stattdessen das hier gebe? Ich habe das Ding einen schäbigen Händler in einer weit entfernten Hafenstadt abgeknöpft. Bla 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 bla, das kennen wir schon. So, auch der folgende Text wird ziemlicher Standard, fürchte ich. Ja. Ja, genau, genau, genau. So, das drücke ich jetzt mal tatsächlich einfach weg. Ne, ist ein schöner Text, aber das kennen wir alles schon.
geben, für immer günstigen Pfadfind haben. Jawohl, machen wir alles gerne, Gulliver. Wir retten dich gerne. Jetzt muss ich mal gucken, wo ist das denn? Das waren die Sachen, die wir gekauft hatten. Dann ist das eine Moai-Statue. Okay. Weiß ich auch gerade nicht genau, was das ist. Ja, können wir uns ja zu Hause mal gleich angucken. Stellen wir die einfach mal hin, dann sehen wir das ja. So, was wollte ich denn jetzt? Genau. Ich wollte zum Wunschbrunnen eigentlich, ne? Bis mir der kleine Pelikan dazwischen kam. Ich bin gespannt. Ich hätte gerne eine perfekte Umwelt. Na, und? Immer noch. Okay, ja, ja, die Dinge entwickeln sich in die richtige Richtung. Die Stadt hat sicherlich ein zufriedenstellendes Ausmaß an Wohlstand erreicht. Aber ein wenig mehr anstrengen würde die Situation jedoch noch weiter verbessern. Na gut. Ja, dann bleibt es nach wie vor doch noch an uns. Weil so ganz perfekt scheint es dann noch nicht zu sein. Ich weiß aber auch immer noch nicht so ganz, was muss ich denn machen dafür. Naja, wir können ja mal die Variante mit den mehr Blumen erstmal ein bisschen weitermachen. Ansonsten pflanzen wir nochmal woanders ein, zwei Bäume. Auch wenn ich ehrlich gesagt gar nicht so ganz weiß, wo ich die überhaupt hinpflanzen will. Mist, das hätte jetzt beinahe schon geklappt und da war ich jetzt wieder zu schnell. Toll. Ja, gut. Ich habe wahrscheinlich gestern genug geangelt, dass ich es heute verlernt habe. Habe mich überangelt. Was haben wir da? Das ist ein kleiner Winzfisch. Den hole ich mal. Zumindest versuche ich es. Gucken wir mal, ob es klappt. Ui, das ist aber ein ganz flotter. Ach, eine Bachschmerde, genau. Ja, gut, haben wir schon. Mann, immer wenn ich mich freue, könnte aber was besonders werden, dann ist das doch wieder nichts. Vielleicht kann ich mir mit dem Angeln eigentlich auch mal eine Weile sparen. Da warten wir mal den nächsten Monat dann ab oder so. Das scheint ja nicht so genau eine Karausche eben nicht so spektakulär zu sein gerade. Hier irgendwelche spannenden Käfer oder sonst was scheint es auch noch keine neuen groß zu geben. Naja, aber das macht ja nichts. Ist ja nicht schlimm. Wo ich aber gerade so ins Inventar gucke, denke ich mir, ich könnte vielleicht auch einfach mal eben den ganzen Stapel schon mal ein bisschen verkaufen. Machen wir mal einfach, ne? Ach, guck mal. Unkraut machen wir. Da ist ein Fossil, das nehmen wir noch mit. Also ich gehe mal davon aus, es ist eins. Beim Tano vor dem Haus auf der Blume ist eine kleine eklige Kakerlake. Gehst du wohl weg? So. Hätten wir die auch weggescheucht. So. Das wieder in die Hand. Dann schreibe ich mal eben einen Brief vor. Dann kann das Fossil da rein. So. Dann, ja, wie gesagt, ich gehe mal eben den Kram verkaufen. Und dann können wir ja bei der Post einmal rum. Zahlen wir ein bisschen Kredit ab. Genug Geld haben wir gerade. Jawohl, machen wir Tom. Machen wir alles. Ich habe einmal ein bisschen Kram zum Loswerden, bitte. So, dies, 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 das, das und genau, das nicht. Das gucken wir uns erst noch an. Hm, 1595 ist jetzt nicht die Welt, aber ist okay. Nö, nö, das war alles. Ach, auch hübsch. Jetzt haben wir einen glatten Betrag wieder in der Tasche, ne? 22.000. Auch mal schön. Jawohl, machen wir. Machen wir alles. So, dann... Pass auf, ich gehe mal eben nach Hause. Tu mal eben die Startuhr dahin. Ne, machen wir das mal in der Reihenfolge. So, hinein. Ab in den Keller, würde ich sagen. Gucken wir uns das da mal an. Wenn es schön aussieht und passt, können wir es ja nach oben räumen. Aber ich tue mir Sachen jetzt erstmal direkt in den Keller, weil die Einrichtung ist so eigentlich voll okay, wie wir die oben haben, finde ich. So, machen wir das einfach mal dahin direkt. Mal gucken. Ach, eine von den Dingern ist das. Ah, kennt man doch, ne? Hier von den Osterinseln diese Köpfchen. Okay. Na gut. So, dann mache ich aber eben eine andere Sache nämlich noch. Nämlich, ich packe die schon mal ein. Weil so oder so sollten wir morgen verkaufen, sonst werden sie eh schlecht. Das passt ja. Ich könnte den Ballon eigentlich mal eben auch stehen lassen, ne? Ach so, ja, steht doof, ne? Ja, habe ich selber gemerkt. Kein Ding. Warte mal, eigentlich kann ich die mal eben rüberziehen, dann können wir den da noch hinstellen. So, machen wir das mal rüber. So, kriegst du die großen Sehenswürdigkeiten der Welt, landen alle auf der linken Seite. Naja, zumindest einige. Gut, einmal die ist da. Vergesse ich sonst noch was? Genau, die Lose kann ich mal eben auch noch
wegpacken. Ja, kann ich gar nicht. Das ist ja schon voll, ne? Beeindruckend. Okay, so, da hatten wir Axt drin. Ist egal. Packen wir trotzdem noch was rein. Obwohl. Nein, 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 nein. Das wollte ich nicht. Nein, 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 nein. So, festhalten bitte das gute Teil. So, mache ich nämlich jetzt mal die ganz elegante Variante. Hep, der dürfte ja leer sein. Einmal darüber. Und einmal daran. Ist ja wie Tetris hier. Direkt Ohrwurm, nur weil ich den Namen gesagt habe. So, hier ist nichts, genau. Wunderbar. Dann ist es nämlich ein bisschen sortierter für mich und ich muss nicht immer Sachen suchen. So, packen wir die da rein. Dann haben wir 19 Stapel insgesamt. Das ist ordentlich. Und da wir auch noch ein paar Tage haben, werden da bestimmt noch so ein paar rumkommen bei. Gut, so, dann geht es jetzt ab zur Post. Oh, beinahe die Blumen platt getreten. Gut, dass ich das noch retten konnte. So, dann machen wir das mal eben. War ja ein wunderbar produktiver Tag. So mag ich das. Hallo Pelli, ich habe Post für dich. Genau 3 Stück sogar, das passt ja perfekt. Wie ich gerade feststelle. Ja, 2 Stück haben wir noch. Den da. Und ja, einen möchte ich noch versenden, genau. Nehme ich den da, bitteschön. So, vielen Dank. Aber, nee, da einmal raus. Und nochmal ran. Weil wir zahlen dann nämlich noch ein bisschen Kredit ab, wie gesagt. So, was haben wir denn? 205.000 und ein paar zerquetschte. Gut, dann kommen wir auf jeden Fall mal eben unter die 200.000. Ich nehme mal 2.000 weniger. So, 2.000 haben wir dann noch. Plus die Fossilien morgen. Dürfte ja ein bisschen Kleingeld bedeuten. 60.000 haben wir nachher vor dem Keller liegen. Was auf der hohen Kante. Und wir haben auf jeden Fall schon mal die 200.000 Sterni-Marke geknackt und sind da drunter gekommen. Das ist doch sehr schön. Das läuft doch mal alles sehr schön hier. Ja, wir kommen bald wieder vorbei. Gut, dann ja, würde ich aber sagen, war es das eigentlich für heute? Ja. Komm, ich kann mal gerade eben noch hier eben bei der Müllkippe vorbei, weil jetzt habe ich ja so viel Platz im Inventar. Dann nehme ich doch einfach mal den ganzen Kram hier mit. Und kann eigentlich auch mal eben noch Briefe vorbereiten. Na komm, das mache ich eben noch schnell. Einmal den. Einmal den und einmal den. Das Briefpapier finde ich im Übrigen echt schön. Das gefällt mir. So, einmal Briefpapier, zweimal Briefpapier und dann nehmen wir das auch noch mit. Können wir ja verkaufen dann. Genau, Kinderregal und eine Mini-Laterne, jawohl. Ja, so, haben trotzdem massig Platz, haben ein bisschen Briefpapier, alles supi. So ist das schön, so sollte das öfter sein. Gut, dann, ja, wie gesagt, beende ich das an der Stelle aber auch, würde ich sagen. Und dann, ja, danke ich euch natürlich wieder fürs Reinschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, morgen sehen wir uns dann wieder ein bisschen später hier im Video, ne? Weil dann gucke ich, dass ich abends wieder reingehe, damit ich uns einen neuen Song abholen kann. Und ja, dann sage ich einfach mal, ja, bis morgen dann halt, ne? Bis dann, ciao!